vorherigen Video geht es um die Karte Junges Bauernhof. Die ist vom Modder Hotcake und hat eine Größe von 334,47 MB. Er schreibt, inspiriert von einem echten Bauernhof in Querência, in einer Stadt im brasilianischen Bundesstaat Mato Grosso. In der Nähe der Nordostregion des Staates gelegene Stadt ist für ihre starke Agrarwirtschaft und das wichtiges Zentrum der Getreideproduktion, insbesondere von Sojabohnen und Mais, bekannt. Die Größe der Ländereien variieren zwischen kleinen und mittelgroßen und großen Feldern, wobei der brasilianische Kalender genutzt wird und zusätzlich die neuen Blackbean-Pflanze angebaut wird. Die Karte enthält 37 bebaubare Felder, es gibt 2 Getreideverkaufs-, Eidechsen- und Pioniergenossenschaften, Verkauf von Ballenwolle, Baumwolle, ein Holzplatz für den Verkauf von Rundholz und Hackschnitzeln, enthält eine Wassersammelstelle auf der Karte, Hauptquartier Wemsimnada, wo sie bauen und im Landschaftsbaumodus kreativ sein müssen. Auf dem Markt werden Kartoffeln, Rüben, Milch und Eier verkauft, Kalksteinmine, wo sie mit ihrem Lieblings-LKW oder Anhänger abholen können. Zuckerrohrfabrik, in der sie Zuckerrohr und Rübenproduktion verkaufen können. Gut, dann schauen wir uns mal diese Minimap an. Hier haben wir sie. Wir besetzen Grundstück 1. Ist ein Feld und ich nehme mal an, hier wird der Hof sein. Preislich, das Zwischengrundstück kann man auch kaufen. Hat einen Wert von fast 7 Millionen. Dann Felder. Nehmen wir mal B7, ist ein kleineres, hat einen Wert von 33.408 Euro. Und ein größeres, einen Wert von 824.896 Euro. Dann gucken wir uns mal die Abladestationen an. Da haben wir hier oben Kooperativ, dann Supermarkt, Ballenhändler. Hier drüben haben wir Zuckerrohrpflanze. Dann Pionier der Agrarindustrie und Baumwoll- und Wollhändler. Ladestationen haben wir hier oben eine Tankstelle. Dann haben wir hier ein Sägewerk. Und hier unten eine Kalkstation. Produktionen haben wir hier ein Sägewerk hatten wir schon. Dann die Milmont-Molkerei. Tiere besitzen wir am Anfang noch nicht. Verschiedenes haben wir hier einen Viehhandel und hier oben einen Fahrzeughändler. Wachstumskalender ist etwas anders wie der Standardwachstumskalender. Bisschen in die Länge gezogen alles. Zum Beispiel Weizen. Aussaat Juli bis Oktober und Ernte dann Dezember, Januar, Februar, März, also um 6 Monate versetzt auch. Dann schauen wir mal, was wir spezielle Produkte dazu haben. Das ist diese schwarze Bohne. Tiere und Produktionsketten haben wir ja noch nicht. Schauen wir mal, wir starten hier in diesem Bereich. Okay, da ist aber jetzt kein Bauernhof, sondern hier mal so eine Art Freifläche und dieses Feld. Springen wir mal einfach in ein Fahrzeug rein. Okay. Gut, hier zumindest Kartenabgrenzung. Ist jetzt nicht so optimal, würde ich sagen, gelungen. Also man geht davon aus, dass hier eine Schlucht ist. Also wie es aussieht, die Brückenpfeiler stehen in der Luft. Das ist jetzt hier nicht so sauber gemacht. Dann haben wir hier wahrscheinlich, oder es sieht aus, als ob unsere ganzen Fahrzeuge positioniert sind. Das ist beim Fahrzeughändler. Und zwar mal ein Fendt 724 Vario. Dann haben wir hier einen New Holland CH7.70. Hier haben wir einen Brandner Z18051-2XXL Powerflex. Dann haben wir hier einen New Holland Superflex 25 Feet Dreschwerk. Hier haben wir eine Querneland Optima RS Saatmaschine und ein Lemkins Maragd 9-500K Rüber. Eine Amazone ZATS 3200 Düngersteuer. Wenn wir hier weitergehen, das sind aber nur so Tierobjekte. Die gehören uns nicht. Aber da hinten ist noch was gestanden. Nein. Also diese Fahrzeuge, die wir hier sehen, gehören uns. Ich würde mal sagen, es reicht, um jetzt eine Getreideproduktion zu machen. Damit zu starten. Wenn wir jetzt mal nochmal auf dieses Feld springen, können wir mal schauen, oder wir schauen einfach im Kartenmenü, was da angebaut ist. Oder gehen wir direkt aufs Feld, und dann können wir alle Informationen gleich einsehen. Ah, nein. Na, ich will auf die Karte klicken.
Okay, das ist abgeerntet. Also muss ja quasi direkt neu ansehen, bevor man hier überhaupt was machen kann. Oder eben so Lohnaufträge. Weil das ist auch abgeerntet. Ja, mein Mais, den können wir nicht ernten, da fehlt uns am Anfang das Fahrzeug dazu. Schauen wir einfach mal, was wir Aufträge haben. Düngen, düngen, spritzen. Okay, düngen könnte man machen. Hier könnte man sich am Anfang ein bisschen Geld verdienen, indem man jetzt sein eigenes Feld angepflanzt hat. Aber so von den Startbedingungen her jetzt nicht unbedingt optimal das Ganze. Hätte man vielleicht besser machen können, wenn hier schon Weizen angebaut wäre oder was, dass man gleich loslegen kann. Aber so wird man halt warten müssen, beziehungsweise Zeit vorspulen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir in den Flugmodus. Sehen das Ganze von oben an. Das ist ja unser Feld. Dann haben wir hier so verschiedene Wälder auch mit auf der Karte drauf. Die sind aber erst benutzbar, wenn man für 7 Millionen diese Karte kauft. Also, muss ich schon sagen, von Startbedingungen her ist die Karte schon wirklich gar nicht optimal. Wenn man jetzt jemand ist, der wohl ohne, ohne Cheat-Tools oder so spielt, also dass man sich ein bisschen Budget machen kann oder... Gut, man kann sich ja auch einen Kredit aufnehmen, aber es sind so gesehen sehr schlechte Startbedingungen. Ja, wir sehen hier die Felder mit so Feldwegen verbunden. Und hier am Rand ein bisschen Industrie. Hier haben wir diese Verkaufsstelle, diese Molkerei. Das soll so eine Art Flugfeld sein. Da haben wir nochmal einen kleinen Fahrzeugunterstand. Hier wird ein Ballenverkauf sein. Kleine Holzbrücke. Dann haben wir hier die, ich denke, das ist die Zuckerfabrik. Hier noch ein paar Gewässer. Was man unter Umständen auffüllen kann. Quasi für, wenn man jetzt Wasser für die Viehzucht braucht oder so. Hier diese Tankstelle. Das ist ein Trigger, ja. Das wird so eine Art Getreideverkauf wahrscheinlich sein. Und hier sieht auch aus wie ein Ballenverkauf. Dann haben wir hier so eine Teerstraße. Eben mit dieser Brücke. Und eine unsichtbare Kartenbegrenzung haben wir. Gut. Ich würde mal nochmal durch die einzelnen Fahrzeuge selber. Vielleicht haben wir irgendwo was vergessen. Nein, das ist eigentlich auch alles, was ich mit Mähdrescher und diesen Traktor. Einzelspielertauglich, ja. Mehrspielertauglich, vermutlich auch. Muss man sich halt Höfe bauen. Aber ich denke, jetzt mehr als zwei, drei Höfe wird schwierig aufgrund der Feldanzahl. Sind nicht sehr viel. Große Felder von der Landschaftsgestaltung kann man sagen, naja. Sieht halt ein bisschen aus wie ein erstes Map-Projekt. Ohne jetzt groß viel Mühe da auch investiert zu haben. Hier ein bisschen unebene Landschaft. Aber so vom Ding ist, sieht halt eher künstlich angelegt aus, auch. Also natürlich gewachsen.
Würde ich sagen, schauen wir mal schnell ins Baumenü noch. Vielleicht erwartet uns ja da noch die eine oder andere Überraschung. Und ich kann da mal selber schnell schauen, was hat er da als Mods angegeben. Keine Mods, also hier wird uns vermutlich auch nicht viel erwarten. Aber gehen wir es trotzdem mal durch. Damit ich jetzt nicht sagen kann, Karte ist eigentlich so, ja, nicht unbedingt das Highlight der vergangenen Wochen. Um es schön auszudrücken. Standard Texturen, Standard Bäume, Standard Pflanzen. Eigentlich erwarte ich jetzt nicht, dass irgendwas Besonderes noch wäre. Auch alle Standardbakterien. Okay, wenn wir bei Produktion sehen. Da haben wir diese Milmont-Molkerei. Muss man schnell was schauen, und zwar ob er das selbst gemacht hat. Okay. Finde jetzt auch die Schnelle, oder? Mal schnell schauen. Ja, aber der hat 3 Silos. Oder der hat auch so 3 Silos. Aber das sind andere. Blaustich. Gut, ich will jetzt da nicht weitersuchen. Nachdem er es nicht genannt hat, könnte man davon ausgehen, dass er es selbst gemacht hat. Wenn, dann okay. Dann wertet das Ganze ein bisschen auf, aber ja. Wie gesagt, die Karte mit den Kartenabgrenzungen, dann ein bisschen die lieblose Gestaltung. Diese hängende Brücke und so weiter. Die ist halt, ja, ist jetzt nicht so der Knaller. Dann haben wir hier noch diesen Supermarkt. Und der ist anscheinend auch selbst gemacht. Dann Gewächshäuser, Plantagen und Generatoren sind wieder Standardgeschichten. Und dann haben wir hier unsere Standardhallen und aus dem Kartenmod nochmal 2 so Metallschuppen. Bei Silos haben wir auch so die Standardgeschichten und dann so mehr für Silo. BR. Der junge Bauernhof-Mod. Aber gucken wir mal einfach mal nochmal. Also Dinge. Ja. Also ein Schuppen. Mal. Wer da der Ersteller ist. Okay, und dann schauen wir mal den Mod-Hub noch schnell. Ja, gut, mich interessiert, sind die Gebäude von ihm oder sind sie von jemand anders? Drum will ich da jetzt mal kurz schauen. Er ist von Namok Mod. Aha. Das ist halt die Frage, von wem die anderen Gebäude noch sind. Also zumindest dieses hätte er angeben müssen, weil es ja nicht sein Mod ist. Ist quasi so eine Art Mod-Klau. Kann man fast schon sagen. Weil gibt es ja dadurch, dass es nicht angegeben hat. Und hier aber unter sein Mod präsentiert. Ja.
Da tut er so, als ob das sein Mord wäre. Was er aber nicht ist. Das andere ist auch wieder alles Standard. Jetzt könnte man natürlich noch weiterschauen. Drei Metallschuppen BR. Das BR schaut mir jetzt fast aus wie ein Mod. Mehrfachziehen und BR. Südlicher Schuppen. Schauen wir gerade mal bei dem Motto. Ach, das ist auch von Namok Mod. Dann können wir nochmal schauen. Was die Molkerei angeht. Eine kleine Ziegelei. Milmont Molkerei. Da haben wir es. Allerdings ist diese Molkerei aber ist das die? Sieht ähnlich aus, ist es aber nicht. Also zu den anderen Dingen konnte ich jetzt nichts finden. Aber was diese bei den Gebäuden, diese Metallschuppen angehen und dieses Multi-Mehrfachziel BR, das gehört dem Modder oder hat der Modder Namok Mod erstellt. Und das ist ja ein. Oder schreibt er da noch irgendwas? Nein, schreibt er auch nicht. Das ist von dem her. Also Gebäude hätten das Ganze natürlich, wenn es jetzt von ihm wirklich gewesen wären, hätte natürlich eine bessere Bewertung ergeben, aber so. Ja, muss man sich auch fast eigentlich fragen, wenn man mal selbst eine Karte abgegeben hat, da würde eigentlich die Karte durch den Mod-Hub gar nicht durchgehen. Zum einen, mir fehlen diese Begrenzungen am Rand, dann werden auch noch oft andere Anforderungen gestellt, wie Containerverkaufsstelle, kannst du nicht sowas noch mit dazu machen, also ein ewiges Hin und Her. Und dann haben wir hier auch noch, weiß nicht, ob das intern zwischen den beiden vereinbart worden ist, aber er hat hier Mods verwendet, die er nicht angegeben hat in der Karte. Ja, die Landschaftsgestaltung auch eher lieblos. Ja, würde so vom Ganzen sagen, ist eher eine der schlechteren Karten, die mir in letzter Zeit ist auch wieder nett ausgedrückt, eine der schlechteren Karten. Sowas ist mir eigentlich bei meinen Videos noch nicht untergekommen. Also Mod nicht angeben, verheimlichen, dann einfach die Kartengestaltung. Also ich kann jetzt die Karte nicht empfehlen. Also ich habe bis jetzt noch nie schlecht über eine Karte geredet, aber das ist schon ein Stück weit eine Frechheit, diese Karte. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, nicht die Karte ist eine Sauerei, aber wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ein Like da lassen. Könnt meinen Kanal abonnieren und wir hören uns dann im nächsten Video. Bis dann.